So, ihr Lieben, ich muss sagen, eine Sache stört mich ganz schön. Ich würde sehr gerne noch in dem ersten Gebiet alles einsammeln. Ich bin am Überlegen, ob wir das jetzt machen oder später, aber als erstes untersuchen wir jetzt hier diese Kiste. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Sieht schick aus. Weil, wenn wir uns das hier angucken, Moment, hier. Herauszoomen. Hier unten war unser erstes Gebiet, heranzoomen. Und wir haben hier noch so einiges nicht entdeckt, weil wir, soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht mal danach gesucht haben. Dieses Relikt haben wir und dieses Dokument haben wir. Das heißt, wir müssten hier unten drei Geocaches und ein Dokument suchen. Hier ein Relikt und ein paar Geocaches. Und was fehlt uns noch? Geisterjägerin, genau. Wir müssen ja diese... Das hatten wir ganz am Anfang. Ja, ich nenne es jetzt mal Traumfänger. Die wir da sammeln sollten. Dann haben wir hier den Bergtempel. Da haben wir relativ viel. Aber auch hier fehlt uns hier unten eine Reliquie. Zählt das noch? Ne, das zählt zum Bergdorf. Und es fehlt die Schatzkarte und Pyromanen. Das heißt, da mussten wir genau so Öllampen kaputt machen. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir das machen. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter oder zurück. Genau, hier sind wir hochgekommen. Wir können unsere Munition auffüllen. War ja klar, wenn hier Munition herumliegt. Also den haben wir jetzt ausgeschaltet. Das war gut. Das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Die Frage ist, haben wir jetzt alle erwischt? Oder sind hier noch welche? Jetzt ist die Frage, ist da rechts oben noch jemand oder
mal die Lampe. Mensch, ist hier noch jemand? Und wo? Nehmen wir nochmal Munition. Okay, hier ist erstmal nichts. Also oben sind dann wahrscheinlich noch welche. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass da jetzt einmal einer um die Ecke kommt. Der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert, könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Okay, also finden wir jetzt hier gerade so ein paar Münzen. Okay. Kommt noch mehr. Also über uns. Oh, waren das alle? Schön noch plündern. Da sind wir noch voll. Okay, Pfeile sind immer noch voll. Da die gruselige Musik weg ist, gehe ich jetzt davon aus, dass wir sie alle ausgeschaltet haben. So, hier können wir nicht hoch, also müssen wir da drüben hoch. Okay, auch die Munition ist leer. Dann haben wir hier alles und weiter geht's über die Seilrutsche. Oh, oh. Och, Lara, was machst du? Es ist eiskalt. Oh yeah. Ein neues Tagebuch. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Die beste Aufgabe. Die Solari, diese Gruppe, die Matthias gegründet hat, klingen wie Gefangene, gefährlich und machthungrig. Ja, das kommt wahrscheinlich auch sehr gut hin.
Okay. Okay, ich habe Angst, dass da noch mehr sind. Okay, so. Definitiv noch andere. So, ist hier irgendetwas? Nein. Ah. Das heißt, wir sind jetzt einfach einmal außen rum gegangen, obwohl wir auch die Tür hätten nehmen können, aber das wäre wahrscheinlich zu auffällig gewesen. Spinter können wir aufstemmen, können wir uns auch merken. Ich glaube, das eine, da hätten wir in die Luft sprengen können. Und dann wären einfach beide sofort tot gewesen, wenn nicht sogar alle drei. Wo kommt denn der her? Den hatte ich jetzt ja überhaupt dann auf dem Schirm. Okay. Hier können wir wieder was aufstemmen, das machen wir natürlich gleich. Okay, was haben wir gemacht? Okay, zurück. Wir probieren jetzt einfach mal das. Nö. Ob das funktioniert? Ja, ich denke mal, das kann man als es hat funktioniert bezählen. Hier irgendwo drunter. Ah, hier ist er. Eine neue Waffe. Beende ich. Bitte. Fahr zur Hölle. Sehr schön.
Und hier können wir noch ein Tagebuch. Bericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Forscher, Geheimprojekt, ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Achsenmächte haben hier die Stürme untersucht. Was haben sie gefunden? Wir werden es hoffentlich irgendwann rausfinden. Hier haben wir nochmal Geocode starten.